Unser Thema heute ist Presse- und Meinungsfreiheit oder wie es in Russland heißt. Ja, ja. Und ich habe eine Mission, Ich will nämlich ein für alle Mal klären, sind wir hier wirklich hier Home of Meinungsfreiheit in Deutschland oder darf man gar nichts mehr sagen? Man darf nichts mehr sagen. Demokratie und Meinungsfreiheit sind nämlich am Ende wie Meghan und Harry, wie Schinkenbrot und Nutella oder wie katholische Priester und Kinder, die gehören einfach untrennbar zusammen. Und wenn ihr jetzt sagt, Noelle, das ist ganz schön geschmacklos, ne, sage ich nein, Schinkenbrot und Nutella, ist süß und salzig. Also, Sterneküche. Deshalb begebe ich mich jetzt auf eine investigative Recherchereise zum Thema Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland. Wie ist denn der Zustand da? Und das mache ich aber nicht einfach so als Noelle Schmidt vom Lügenfunk hier, ne? Sondern ich begebe mich undercover als jetzt fällt mir kein Karla Deckname ein. Naja, jedenfalls bin ich natürlich undercover. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Ja. Es geht um Presse- und Meinungsfreiheit. Sie haben übrigens eine sehr coole Brille auf. Ich habe auch meine Brille auf. Guck mal hier. Eine coole Brille. Haben Sie das Gefühl, man kann in Deutschland alles sagen? Nein, leider nicht ganz. Nein. Alles? Nein. Was denn nicht? Das sage ich ja jetzt nicht. Ich bin bei Berlin Tag und Nacht gewesen, deswegen, wenn ich alles sage, ist es gefährlich. Es gibt Leute, die sagen, ja, man kann immer nicht alles sagen. Richtig, ist mir auch schon aufgefallen. Und sie sagen aber, man kann alles sagen. Ja, in der Tat. Und wenn diese Leute bevorzugt montags um die Ecken ziehen und behaupten, man kann nicht alles sagen, finde ich, dass sie selber der beste Beweis dafür sind, dass sie nicht recht haben. Nein, man darf alles sagen, klar. Aber will man das? Leider schon. Nein, natürlich darf man alles sagen. Ja. Aber ich sag gerne nicht. Man muss nicht aber alles sagen. Man muss nicht alles sagen. Man sollte nein. Nicht alles sagen. Was denn zum Beispiel nicht? Dass du gerade sehr peinlich Ich sehe peinlich aus. Bitte ja, wer sind Sie denn? Sherlock Holmes? Ich bin Sherlock Holmes. Fast. Ich habe noch keinen. Wenn Sie einen coolen Decknamen für mich haben, dann sagen Sie mir den. Haben Sie einen? Nee, Walter. Schicken Bart haben Sie. Wird das irgendwo ausgestrahlt oder so? Nein, das wird überhaupt nirgendwo ausgestrahlt. Das ist nur für zu Hause. Okay. Nein, das ist oft in der ARD-Mediathek. Okay. Ich bin undercover unterwegs, weil ich bin Investigativjournalist. Okay. Ja. Ich muss jetzt aber auch leider weiter. Ja. Wir gucken täglich NDR Nordmagazin, um informiert zu sein über unsere Region. Sind Sie zufrieden mit der Presse- und Meinungsfreiheit? Mit der Presse bin ich zufrieden, aber nicht unbedingt mit ARD, aber ja. mit der FAZ bin ich sehr zufrieden. Ja, okay, liebe mit Kollegen. Mit der ZDF und ARD so mittel. Sie können ruhig sagen, ich höre zu. Eine 3 würde ich Ihnen geben. Was ist scheiße an uns? Ja, die ganzen so Kochshows und Bares für Rares. Und Kochshows sind super. Ja. Ich weiß nie, was ich essen soll abends. Und dann gucke ich mir das an und dann kriege ich ganz tolle Tipps da. Dafür soll man aber keinen Beitrag verlangen. Mit welcher bekannten Person würdest du sagen, soll ich mal ein bisschen über Meinungsfreiheit sprechen? Habt ihr einen Tipp? Mit euch? Am besten mit uns, ja. Wir haben die beste Meinung. Euch. Wer fällt mir da jetzt spontan ein? Sag mal einen. Oder eine. Hintermann. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das mache ich. Das wäre mal richtig mal cool.